Für mich persönlich ist das Wichtigste eigentlich zu wissen, warum ich mich zum Beispiel jetzt nicht ganz so gut fühle, dass das eben kein Dauerzustand ist, sondern dass ich genau weiß, okay, das liegt jetzt eben einfach an dem Zeitpunkt im Zyklus und in einer Woche zum Beispiel wird die Welt schon wieder anders aussehen. Ich merke das jetzt nicht ganz so krass, klar, wenn man natürlich anfängt, so eine Periode geht los, da hat man natürlich schon mal ein bisschen Unterleibsprobleme. Es ist natürlich, wenn man extreme Probleme hat, muss man das schon, glaube ich, im Training ein bisschen anpassen, aber das ist eigentlich nur eine Verschiebung so ein bisschen, also in die richtige Phase. Also in meinem Training spielt mein Zyklus auf jeden Fall eine große Rolle auch. Gerade an den Tagen, wo ich merke, dass ich mich zyklusbedingt einfach nicht ganz so stark fühle oder einfach nicht so belastbar bin. Der Zyklus der Frau. Ein Tabuthema im Leistungssport. Aus meiner Sicht muss da unbedingt dieser Tabubruch erfolgen und das Thema offen angesprochen werden und in die Breite des zumindest leistungsorientierten Trainings halt einfließen. Ich glaube, gerade ein Mann kann sich in keinster Weise vorstellen, wie sich eine Frau fühlt. Und ich glaube, gerade die Männer, die darüber reden, wenn die die Schmerzen aushalten müssten, ich glaube, die würden es fast nicht überleben. Bei uns sprechen drei erfolgreiche Athletinnen ganz offen. Laura Philipp trainiert seit 5 Jahren nach ihrem Zyklus. Die Erfolgstriathletin ist relativ spät in den Leistungssport eingestiegen, mit 24 Jahren. Doch was heißt das, nach dem Zyklus trainieren? Wie funktioniert der weibliche Zyklus? In der ersten Zyklushälfte bis zum Eisprung steigt der Östrogenspiegel an. Frauen fühlen sich fitter. Ein guter Zeitpunkt für Krafttraining, insbesondere Maximalkrafttraining. In der zweiten Zyklushälfte nach dem Eisprung dominiert das Hormon Progesteron. Der Körper bereitet sich auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Sehnen und Bänder sind laxer, das Verletzungsrisiko steigt. Hier geht es um Krafterhaltung. Für mich persönlich ist es so, dass die erste Zyklushälfte eigentlich so ab dem zweiten, dritten Tag der Periode die Phase ist, wo ich extrem leistungsfähig bin, wo ich auch das Gefühl habe, mental so drauf zu sein, dass ich wirklich mich richtig pushen möchte. Das heißt, da versuchen wir natürlich aktuell auch jetzt die meisten sehr intensiven Trainingseinheiten unterzubringen. Laura Philipp ist in Deutschland eine Pionierin auf diesem Gebiet. Die 35-Jährige dokumentiert jeden Tag ihres Zyklus. In der zweiten Zyklushälfte beispielsweise legt die Ironman-Weltrekordlerin den Fokus auf technische Entwicklung und auf Grundlagentraining mit niedriger Intensität. Und so habe ich einfach für mich das Gefühl, ich arbeite mit meinem Körper und nicht punktuell gegen ihn. Bin über die Dauer deutlich weniger gestresst, auch einfach, weniger emotionale Schwankungen. Also meine Laune ist auch einfach besser, meine Stimmung ist besser. Ich fühle mich stärker, ausgeglichener und gesünder am Ende. Die wissenschaftliche Basis hingegen muss auf diesem Gebiet noch erweitert werden. Die Professorin Petra Platen von der Ruhr-Universität Bochum beschäftigt sich seit nunmehr 30 Jahren mit dem Themenfeld weiblicher Zyklus und Trainingssteuerung. Wir brauchen noch viel mehr Detailkenntnisse über diese Zusammenhänge. Es gibt 1 Million Studien zum Thema Laktat, ja, unter körperlicher Belastung und ganz, ganz wenige gute Studien in diesem Kontext. Menstruationszyklus mit den Hormonschwankungen und Effekte auf Leistungsfähigkeit, Trainierbarkeit und so weiter. Da muss unbedingt viel, viel mehr erfolgen. Bei vielen Frauen stellt sich zudem die Frage, wie verhüte ich? Denn wer hormonell verhütet, ist den klassischen hormonellen Schwankungen nicht ausgesetzt. Also ich habe auch lange Zeit hormonelle Verhütungsmittel genutzt, auch gerade um den Zyklus zu steuern, weil bei mir als junge, sehr dünne, sehr sportliche Person auch nicht so regelmäßig war. Ich habe dann aber für mich gemerkt, dass ich das persönlich überhaupt nicht gut finde, dass es die Pille auch wirklich was ist, was einen auf allen Ebenen eigentlich beeinflusst und das nicht unbedingt positiv. Weil es sich eben auch auf die Psyche auswirkt. Der ganze Körper funktioniert anders. Laut einer Studie nimmt etwa die Hälfte aller Leistungssportlerinnen die Pille, hat somit keinen natürlichen Zyklus mehr. Man muss sich tatsächlich die Frage stellen, ob eine solche hormonelle Verhütung, zumindest wenn ich leistungssportorientiert trainiere,
richtig und gut ist, weil ich nämlich auch die positiven Effekte, die ich durch die viel höheren Hormonkonzentrationen in einem normalen Zyklus habe, nicht mehr vorliegen habe. Jetzt gilt es für die Frauen, die versuchen, das Beste aus dem Auf und Ab ihrer Hormone rauszuholen, mit einem Tabu zu brechen. Eine BBC-Umfrage ergab, 40% der befragten Athletinnen ist es unangenehm, mit dem Trainer über die Menstruation zu sprechen. Wenn jetzt mal so ein bisschen was über mehrere Tage mal gegen den Strom läuft, dann, da ist man schon im engen Austausch. Und das ist einfach der Job eines Frauentrainers, da halt offene Ohren immer zu haben. Und das ist auch ganz wichtig, dass man da einen engen Austausch hat, ohne dass man da eine Hemmschwelle überschreiten muss. Ulrich Knapp, der Olympiasiegerin Malaika Mihambo auch in diesem Jahr zum WM-Titel geführt hat, nimmt auf ihren Zyklus Rücksicht. Ich gestalte das Training so und auch, sag ich mal, den Wettkampfzyklus, dass wir nicht unbedingt einen Wettkampf haben an den Tagen. Und ich passe im Training extrem auf, dass ich in den kritischen Tagen, in Anführungszeichen, keine zu harten Belastungen fahre. Vor allem, dass ich nicht im Technikbereich, im Sprungbereich arbeite. Weil für eine Frau ist es ganz unangenehm, wenn sie in der Zeit extrem viel Druck auf die Hüfte geben muss. Sprich, einen Absprung machen und fixieren. Natürlich gibt es auch mal Tage, wo irgendwie was ausläuft, wenn das im Wettkampf passiert. Fühlt man sich natürlich unwohl, weil man weiß, man könnte vielleicht jetzt irgendwie einen Fleck auf der Hose sehen oder sowas. Und das ist natürlich was, was denke ich, alle Frauen, die menstruieren, einfach kennen, dass das mal irgendwie passieren kann. Und ja, im Wettkampf ist es natürlich besonders unangenehm einfach. Bei Laura Philipp beginnt am Morgen des Ironman auf Hawaii, ihrem Hauptwettkampf in diesem Jahr, ihre Blutung. Ein Zyklustag, an dem sie sich nicht gut fühlt. Zudem wird sie beim Radfahren durch eine 5-minütige Zeitstrafe ausgebremst. Aus der Traum von einer Podestplatzierung. Rang 4, wie schon 2019. Aber ich glaube, da ist es schon auch ganz wichtig, dass man sich nicht im Vorrein schon limitiert, nur weil man weiß, dieser Zyklustag wird kommen. Wir machen halt Leistungssport, die Wettkämpfe stehen halt fest und im Endeffekt gleicht sich wahrscheinlich auch irgendwann wieder aus über die Saison. Letztendlich kommt es ja auch immer irgendwie noch auf diesen Biss an und wenn man den hat, dann kann man auch unter den Umständen sehr gute Leistungen erbringen.